Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Das letzte Mal hat uns Steve mit seiner Streitaxt in zwei Teile zersäbelt. Das wollen wir jetzt zu verhindern wissen. Deswegen habe ich mir Medizin mitgenommen und die werden wir auch benutzen, wenn es soweit kommen sollte, dass er uns wieder trifft. Okay, ja, die Tür ist dicht, Claire. Gut, die folgende Videosequenz werde ich gleich wegklicken, die kennen wir ja schon. Und danach kommt eine neue Videosequenz. Okay, laufen wir weg. Ah, scheiße. Okay, nehmen wir was Neues. Ja, Achtung, ist nicht gut. Und lauf, Claire. Ah, kommt noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jawohl. Das hat doch geklappt. Sehr schön. Klappe zu, Affe tot. Wo fässt sie ihn da bitte hin? Okay, seine Hand. Ich dachte schon Schlimmeres. You're warm. Steve, you've got to hang in there. Okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you. Claire. Steve? 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 Tja, das ist also das dramatische Ende von Steve. Oder wie ich es auch gerne nenne, die Schöne und das Beast Reloaded. Naja, ich finde es jetzt nicht so schmerzhaft, dass er weg ist. Kümmern wir uns lieber um Chris. At last, I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T. Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now! You want it? You are not worthy of its power! Ja, das nennt man wohl ein heißes Vibe. Naja. Aber sie hat ihren Edelstein verloren.
Den sollten wir schnappen. Frauen? Chris Wesker. Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle. Das ist ja eine Lusche. Toll. Ja, genau, Chris. Schnapp dir den Edelstein. Nein, das hat nicht geklappt. Toll, jetzt dürfen wir gegen Alexia kämpfen. Darf ich vorstellen? Alexia. Okay, ich habe das hier schon mal ein paar Mal ausprobiert. Und ich denke... Scheiße, jetzt hänge ich schon wieder fest. Wir sollten das Gewehr nehmen, denke ich. Okay, treffen tue ich sie noch. Oh, oh, aber ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Sehr schön. Da ist eine Lücke. Sehr gut. Okay. Und ich renne gleich in die nächste Flamme. Toll. Einfach draufballern, würde ich sagen. Nachladen. Sehr gut. Okay. Und nochmal. Und noch. Jawohl. Das hat gesessen. Zuckt schon. Sehr gut. Oh, oh nein. Verdammt. Ich gehabe. Ah, ich komme weg. Ich komme weg. Ich komme weg. Genau. Gucken wir mal nach. Wir sind noch auf gut. Ist ja krass. Gut. Nachladen. Dann geben wir jetzt den Rest. Auf da. So, wie kann die doch gar nicht mehr da aushalten? Ah! Schade. Sie kippt um. Sehr schön. Oh nein, sie rappelt sich wieder auf. Ah. Sie... Nee. Die Musik ist aus. Sie liegt. Sie liegt am Boden. Ach, schön. Puh. Durchatmen. Ja, nehmen wir mal einen kleinen Pack. Jo. Sieht doch ganz gut aus. Und wenn die Flammen endlich mal weggehen würden... Könnte ich mal gucken, ob sie was für uns hat. Hat sie anscheinend nicht. Geht nichts, ne? Nö. Dann holen wir uns mal den Edelstein. Der lag ja auf der Treppe. Aber hier können wir ja gar nicht anhalten. Moment. Wie machen wir das denn jetzt? Ne, wir haben den noch nicht. Hä? Wie denn das jetzt? Der blinkt da. Lag der nicht in der Videosequenz auf der Treppe? Egal, nicht drüber nachdenken, Resident Evil Logik. Gut, wir haben den dritten Edelstein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal Richtung Speicherraum, war. Oder? Ach, wir können jetzt ja wahrscheinlich hier durch, oder? Ach nee, ach, das war dieses blöde Biohazard-Zeichen. Ja, 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 ja. Okay, gehen wir hier durch. Na. Das war ja irgendwie logisch. Aber sie kommt natürlich nochmal wieder. Okay, hier hat sich nichts verändert. Sieht nicht so aus. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Abspeicherung. Weil, ja, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ich habe keine Lust, nochmal gegen Alexia zu kämpfen. Das ist schon nervenaufreibend genug gewesen für mich hier wieder. Also, schnurstracks zum Speicherraum. High Voltage. Gut. Dann wollen wir gleich mal überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich denke mal, dass wir jetzt unsere drei Rubine zusammensuchen werden. Und dann mal die Tür öffnen. Das ist ja eigentlich das, was wir jetzt, ja, tun sollten. Und überlege gerade... Ach, ein bisschen Kraut weg. Ja. Hm. Ach, richtig. Die hatten wir auch noch. Hm. Wir haben ja immer nur noch drei Flügel, ne? Uns fehlt noch ein vierter Libellenflügel. Und ich habe keine Farbbänder mitgenommen. Gut, ich komme zum Speichern und lasse die Farbbänder in der Kiste. Das ist ganz normal, da braucht ihr euch nichts bei denken. Und wir sollten vorher mal diesen blöden Ring da abknödeln. Nicht kombinieren, Alex. Oh Gott.
Ja. Hm? Es läuft. So. Ab damit. So, nun haben wir alle drei vereint. Schön. Dann speichern wir das Ganze mal. Das könnte eine der letzten Speicherungen sein. Wir haben jetzt die 23. Speicherung. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bei 25 Speicherungen den Endgegner schon erleben werden. Allzu lange kann es nicht mehr dauern. Und, ja, mal gucken. Ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich sage mal 25. Könnte hinkommen. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Jo, hier lang, ne? Ich muss mal wieder überlegen. Ja, doch. So langsam bin ich ziemlich verwirrt, was die ganzen Gänge angeht. Man hat auch mal so ein bisschen die alten Verzweigungen im Kopf, finde ich. Wenn man diese ganzen kopierten Räume sieht, dann denkt man immer, da geht's da lang, da geht's da lang. Aber nein, das ist ja gar nicht Teil 1 und so weiter. Ja, ja. Schon tricky. Alexia ist weg. Und ich hoffe, sie kommt auch so schnell nicht wieder. Hab gerade kein großes Verlangen danach. Ich will nochmal eben gucken, ob hier vielleicht noch was Neues liegt. Nee. Sieht nicht so aus. Alles... Nee, nichts da. Und natürlich alles kaputt. Wir können Claire nicht folgen. Wenn das mal kein Zufall ist. Jo. Wie war denn das hier mit dem Bild? Na gut. Jo. Ein Gemälde von Zwillingen und ihrem Vater. Drei seltsame Löcher. Ja, das haben wir alle schon gelesen. Dann packen wir die mal da rein. Den roten. Den blauen. Und dann nehmen wir noch den grünen. Und? Sesam, öffne dich? Jawohl. Eine Tür, wer hätte das gedacht? Und sie ist sogar offen. Ein neuer Bereich, ein neues Glück und ich höre Zombie-Geschlursche. Wir haben nur noch 10 Schuss. Mal gucken, ob ich den kalt kriege. Oh, 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 oh. Schnell unterwegs hier. Sehr schnell unterwegs. Ich hab dich. Gut, fall um. Egon, bleib liegen. Egon? Nein. Jetzt muss ich doch mein Gewehr verwenden. Scheiße. So. Hier sind noch mehr, definitiv. Nein, ich will nicht die Ich hasse diesen Controller. Es ist wirklich keine faule Ausrede. Da, jetzt geht er schon wieder. Ich habe gar nicht gelenkt und er macht Schritte nach vorne. Weil dieser blöde Analogstick wieder... Doch, du bist schuld. Weil der wieder macht, was er will. Ihr seid alle tot? Sehr gut. Okay. Ich höre immer noch einen. Moment mal. Diese Räumlichkeiten kenne ich doch schon wieder hier. Das ist ja schon wieder eine Kopie. Das sind doch hier die Gänge von dem, diesem Spukhaus, wollte ich gerade sagen. Diese Psycho-Villa, wo wir mit Claire drin waren. Ja, Alexias und Alfreds Kinderzimmer sind doch hier. So, du bist auch weg. Ja, ja, aber haargenau wieder. Das ist aber alles komisch. Also entweder hat Capcom sich gedacht, ach, wir haben genug Räume entworfen, wir nehmen die einfach nochmal. Hatten keine Lust mehr. Oder das ist einfach wirklich, ein genialer Schachzug. Naja, gut. Das sind Kräuter. Die sollten wir mitnehmen. Da bin ich nie abgeneigt. Und dann gucken wir uns mal die kopierten Kinderzimmer an. Mal gucken, ob die ähnlich gestrickt sind. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Okay, nur zur Sicherheit. Nicht, dass uns gleich ein Hunter überrascht oder so.